So. Man nennt mich die Klimakanzlerin. Die anderen Länder rasen alle wie verrückt. Das steht Germany, ne? Nur Germany steht noch am Start, aber labert groß rum. Was sind da unten? Da Spinnweben an Füßen. Aber voll von sich eingenommen? Naja, sie redet aber, sie kommuniziert mit ihm, ne? Und der hat ein Fragezeichen im Kopf, auch im Kopf. Und da hinten sind die Klimaziele. Da soll denn der schwarze Rand hier oben? Hier ist die Linse da an der Stelle. Ist die Linse. Ja, ja, ach so, ich bin vergrößer, mache ich ja auch so. Ja. Ah ja, gut. Sollen wir weitermachen? Ja. Was jetzt kommt? Oh. Müssen wir doch wieder weiterrollen. Ach, hier ist Neues, das haben wir noch nicht gesehen. Ne? Da war auch das Schwert. Ne? Die Zukunft. Da steht was, das kann man ablesen. Die Welt schaut bald auf Bonn. Aber das war schon, ist schon länger her, ne? Der 23. Klimagipfel in Bonn. Ach, hier kannst du mehr anzeigen, mehr Text. Die arbeiten zusammen, ne? Dann lies mal. Ich soll vorlesen. Politiker werden durch Protest von der Straße beeindruckt. Bei Demonstrationen wird jeder Demonstrant mit einem Faktor mal genommen, für wie viele Personen er steht. Zum Beispiel Faktor 100. Jeder zählt um die Koalitionsgespräche Druck, um für die Koalitionsgespräche Druck zu erzeugen und die Politiker zu überzeugen, dass jetzt die Zeit für eine Wende gekommen ist. Wir zeigen den Europäern, Afrikanern und dem Rest der Welt, wo wir als Bevölkerung stehen. Das macht Mut. Ne? Wir tun uns selbst etwas Gutes und es importiert, imponiert mehr als die Menge in einem Stadion. Das haben wir in Berlin bei den großen friedlichen Demos mehrfach erfahren. Ich selbst denke auch gern an den Weltklimagipfel in Kopenhagen 2009 zurück. Das hat für die letzten Jahre Koblenz mächtig beflügelt. Es gibt in Bonn viele Veranstaltungen, wo wir teilnehmen. Wie ein scharfes Schwert. Das war das erneuerbare Energiengesetz. Und das hat sie jetzt geschliffen. Das Schwert. Immer kleiner geschliffen. Das ist jetzt, verstehst du die Karikatur? Ja. Ne? Mit Reform hat sie das Schwert immer kleiner geschliffen. Ja. Reform 2012. Anstatt es schärfer zu schleifen. Ne? Zu länger zu machen. Das ist der von dem Gerhard Meister. Ne? Jetzt lege ich mal hier zurück. Ja? Energiewende, ein Demonstrant. Die schreiben Energiewende rückwärts. Haben den Begriff Energiewende umgedreht und das Transparent abgenommen. Also zurück. Ja. Hier stehen die Namen von den lieben Leuten. Ne? Und der, das ist da vorne, kennst du das Gesicht? Das ist der Kanzleramtsminister von, ja, wie heißt der? Der Angela Merkel. Ne? Die Deutschen sind so verbissen mit ihrer Thematik, du bist Nazi, nein, ich bin nicht Nazi, doch, du bist Nazi, nein, ich bin nicht Nazi, dass die irgendwie nur Rückschritte machen. Ne? Ja, dann dreh doch endlich mal bei die Antifa ein. Und bilden sich aber mords was drauf dann ein, wie fortschrittlich sie wären. Lassen wir das mal. Was war das?
Erstmal gucken hier, was es jetzt noch gibt. Nee, mach doch mal, das kenne ich noch nicht. Ja, wir können ja erstmal, die Pilze haben wir schon geguckt, das kennst du auch noch nicht. Ne? Aber das kenne ich auch noch nicht, was du, was denn, welches meinst du jetzt, was du nicht kennst, das da? Ja. Und Kinderwagen, ne? Energiewende. Bundestagswahlen, Energiewende. Ne? Das Sigmar Gabriel. Ne? Das war zu 2017, hat er die gemacht. Und er guckt nach hinten und merkt nicht, dass er über die Kaimauer fährt mit dem Kinderwagen. Ne? Das ist Energiewende. Das Kind heißt Energiewende. Ne? Ja, weil das sich halt gerade an entwickeln ist. Und er guckt aber nur, die Frau sieht ja so ein bisschen rötlich aus, ne? Bisschen so eine Prostituierte aus. Nein. Eine Bundestagsprostituierte. Nein. Das ist eine Karikatur. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Was sich der Meister dabei gedacht hat. Ne? Das wollte ich mal hier kriegen. Ne? Ob das, ja, das zurückpasst besser. Hier nochmal, Klimakanzlerin. Kennst du auch noch nicht, ne? Doch, das ist doch ganz vorne auf dem neuen Kalender. Ach doch, ja. Ja, dann. Was haben wir sonst noch? So ein Unsinn, davon hätte man doch längst gehört. Mit Solarflieger ohne Treibstoff rund um den Globus. Hm? Liest ja gar die Zeitung, ne? Da ist immer was ein schwarzer Rand auf dem Bild, ne? Ja, macht ja nichts, oder? Ja.